Moin Leute, herzlich willkommen hier zurück auf der Krebach. Krebach, ne? Nicht Oberkrebach. Ich weiß gar nicht, wie ich immer auf Oberkrebach kam. Es ist die Krebach. So, eben Drescher abtanken. Dann können wir das Geschützchen auch wegfahren. Ja. Und dann müssen wir noch ein bisschen was pressen und dann... Oh, einen Ballenwagen müssen wir auch noch organisieren. Gibt es hier eine Pritsche für? Nee, ne? Glaub nicht. Weiß nicht, wie viel da runtergekommen ist, ey. Ich glaube, der wird nichts in den Tank haben. Nichts Großartiges auf Deutsch gesagt. Da wird nicht viel zusammengekommen sein auf der kleinen Fläche. Sprach er und hatte 6000 Liter auf dem Hänger. Ist schon ordentlich für die kleine Fläche. Das ist schon ordentlich, bin ich ganz ehrlich. Müssen wir da pflügen, weil dann räumen wir jetzt die Ballen vom Feld gleich. Aber ich habe ein größeres Problem. Wo parke ich überhaupt meinen Dreschkasten? Da kommt Platz für. Da ist Svenny nicht nachgedacht, ne? War er wieder gierig. Kaufen. Du kannst erstmal hier stehen bleiben, oder? Ja, ich brauche erstmal nicht mehr. Ich denke, wir müssen da gleich pflügen, ne? Aber lange Rede, kurzer Sinn, steigen wir mal eben aus. Wir brauchen ja noch ein Ballenmoped. Ballerwagen? Haben wir hier was Schönes drin? Nein, ne? Nein. Dann ist hier nur noch hier was. Weil wir brauchen ja nicht so einen großen Wagen, ne? Guck mal, der ist cool, ne? Der ist hinter unserem Fendt. Der geht ja auch als Ballenwagen. War das nicht so? Oh ne, geht nicht als Ballenwagen. Schade. Oder geht er als Ballenwagen? Warte doch mal. Kann man den irgendwie aufklappen oder so? Nee, schade nicht. Schade geht nicht. Müssen wir doch einen Ballenwagen kaufen. Oder müssen wir halt den Standard nehmen, ne? Den wir immer nehmen. Den hier. Nee. Nee. Nee, wir nehmen hier nicht so kleine Perlen. Wir müssen doch pflügen, oder? Wir müssen bestimmt pflügen. Siehste? Als ob ich's geahnt hätte. Ja gut, dann holen wir jetzt die Ballen jetzt da vom Feld und pressen wir hinterher. Das macht ja sonst keinen Sinn. Also Opfer zum Händler. Hoppa Joa, ne? Den hat Diego hier vergessen auf der Krebach. So, jetzt aber flotti Karotti hier. Ein bisschen was schaffe. Nicht immer nur rumtümpeln. Da sind ein paar Belleckes. Da kommt nichts. Also, eine Ausfahrt des Todes hier, ne? Ausfahrt des Todes. In den Wagen hintergebunden. So, Opfer zur Fläche.
Vorsicht, Svenny kommt. Geh mal lieber beiseite. Hab's eilig. Da ist ja auch noch ein Bollen in der Presse drin. Ich muss auch noch ausladen, ne? Klappt das schon mal auf? Oh, hier können wir jetzt stehen bleiben, wa? Ich war schon richtig. Der muss ja auch noch weggefahren werden. Wo stellen wir den hin? Ich habe echt keinen Platz. Auf am Kuhhof ist so noch Platz, ne? Stellen wir den erst da hin. Aber wahrscheinlich sollten wir ihn mal komplett einkloppen, ne? Aber da wollen wir ja Stroh einlagern. Das geht ja gar nicht. Oh nee. Doch. Geht, Leute. Geht. Wir haben ja dann noch einen Shoppen, wo wir das hinstecken. Hoffentlich passt der da rein. Weiß ja alle gar nicht. Hier so bei der Schweinerei den Dreschkasten hinstellen, ist ja auch schon eine coole Sache, ne? Da ich nichts im Spiegel sehe, müssen wir das so machen. So, guck mal, der passt. Oh, wie für uns gemacht. Perfekt, oder? Habt ihr euch ausgeladen? Gut. Stellen wir die eben hier hin. Ne, können wir direkt drüber stellen. Shit drop. Hier so hinstellen, ne? Jetzt geht die Zange dran lassen und nur die Bolle abhängen. Also jetzt geht's los. Mit dem Pike laden hier. Ich habe keine Rundballen, ne? Ich kann nur Rundballen stapeln. Ist nämlich einfacher. Wie ein Bildchen machen, ne? So. Den haben wir schon mal drauf. Perfekt, würde ich mal sagen. Der ist schon mal drauf ist. Passt da noch einer hinter? Das wäre jetzt zu gut. Ja, perfekt, Leute, passt nur, ne? Das ist ja nur ein bisschen zu Kuhstall, ne? Das haben wir schon mal. Guti gut. Sind ja doch noch ein paar Ballen zusammengekommen, ne? Können wir gar nicht so meckern. Gemeckert wird hier nicht, ne? Nehmen wir lieber vorn hier. Hoffentlich passt das jetzt. Oh Mist, aber. Da ist hier noch einer. Nehmen wir den doch erstmal mit, wa? Hätte zumindest einen Vorteil, wenn wir erstmal den hier mitnehmen.
Was ist? Muss, ne? Pass. Wie für uns gemacht. Zack. Das Gelumpel ist schon mal drauf, ne? Ne, ich fahr mal vernünftig dran da. Klappt das auch besser. So. Die da eben drauf balancieren. Muss nicht perfekt sein. Sprache und Fu total kacke, ne? Geh schon mal drauf. Ist wichtig. Ist ja nur bis zum Kuhstall. Mehr muss das ja gar nicht halten. Wenn er bis zum Kuhstall hält, dann ist das in Ordnung. Willst du da... Oh, nicht so weit, Sven. Bleibst du ja jetzt drauf liegen? Danke, lieber Ball. Danke. Bin stolz auf dich. Den da hinten noch mitgenommen? Fahr mal vernünftig. Gut, dass ich die kleine Fahrstufe drin habe, sonst würde ich nämlich jetzt hier mit 50 über den Acker heizen, ne? Wir müssen ja hier fliegen. Passt mir gar nicht in Kram. Aber wer hätte es auch anders denken können, ist doch immer so. Aus dem Feld kannst du erstmal direkt fliegen. Er gesagt hat, ist ja standardmäßig dabei, ne? Flieg mal erst die Schitte. Schön, aber selbst. Den noch mitnehmen? Das war knapp. Ich fast versemmelt, ne? Aber wäre nichts Neues bei mir. Und beim Ballenstapeln muss man sich doch ein bisschen konzentrieren, ne? Bleibst du da drauf liegen? Natürlich nicht. Vielleicht schaffen wir es noch, diese Folge den Ballen abzulegen. Oder auch nicht. Und, Wetten können angenommen werden? Perfekt. Das haben wir schon mal. Will ich ihm Schlepper umhängen? Von gut rum. Wanders schon wieder, ne? So, Leute, ich sag jetzt aber erstmal danke fürs Zugucken bis hierhin. Ne? Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich echt über ein Däumchen freuen, bin ich ganz ehrlich. Und wenn es euch gefallen hat, hier auf diesem Chaos-Kanal und ihr wollt nichts mehr verpassen, dann würde ich mich echt über ein Abo freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!